Wir sind im Hotel Vier Jahreszeiten. Es ist unsere Neujahrsveranstaltung, unser Neujahrsdinner. Und ich freue mich ganz besonders über einen ganz besonderen Gast. Es ist Dr. Klaus von Donani. Er sitzt hier neben mir. Ich darf Sie herzlich willkommen heißen im Namen des Club Europäische Unternehmerin. Und ich freue mich, dass Sie heute Abend sprechen. Und worüber werden Sie sprechen? Also ich werde natürlich sprechen über die verschiedenen Krisen, die wir gegenwärtig durchlaufen, welche Bedeutung sie für Europa haben. Und ich werde insbesondere darüber sprechen, ob uns Europa und ob uns auch die Politik der Bundesregierung genug Freiheiten belässt, um mit den Krisen fertig zu werden. Denn das große Problem ist, dass in einer Krise brauchen Unternehmen mehr Freiheiten als vorher. Absolut, ja. Es ist wie beim Segeln, wenn Sie, wenn es ganz ruhiges Wasser ist, dann können Sie das Segel setzen und dann kommen Sie da so einigermaßen klar. Wenn Sie aber im Sturm sind und da kommt irgendjemand und macht Ihnen Vorschriften, wie Sie Ihr Segel setzen sollten, dann gehen unter. Sie unter. Genau. Das heißt also, die große Kunst des Unternehmers ist in dieser Zeit, alle Freiheiten zu nutzen. Und ich behaupte, und darüber werde ich eben auch sprechen, dass weder die EU, die ja mit ihrem großen Ehrgeiz uns mit allen möglichen Regeln zu überhäufen, uns einfängt, und noch die Bundesregierung in der Lage sind zu verstehen, glaube ich, was Deutschland aus dieser Krise heraustragen wird. Das werden nur die Unternehmer sein und Unternehmerinnen. Und die Unternehmerinnen und Unternehmer, die werden das nur können, wenn sie die Freiheiten dafür haben. Wenn man sie lässt. Wenn man sie lässt, genau. Nicht? Und ich meine, wenn wir bedenken, wie wir früher aus diesen Krisen, aus entsprechenden Krisen herausgekommen sind, dann war es immer das, dass die Unternehmen die Freiheiten hatten zu tun, was notwendig und was möglich war. War nach dem Zweiten Weltkrieg, war auch übrigens auch nach dem Ersten. Ja. Und das war letzten Endes auch, obwohl es schon sehr beengt war zum Teil, nach der Wiedervereinigung, wo in Ostdeutschland eben auch noch zu viele Regeln waren am Anfang. Und das ist nach meiner Meinung, ist das zentrale Problem, und die Auseinandersetzung über Europa wird so geführt, als ob man Europa am besten voranbringt, indem man viele Regeln hat und dann auch noch möglichst viele Leute, viele Länder in die europäische Gemeinschaft hinein haben. Ich halte die Idee, die Ukraine in die EU hereinzuholen, für einen absoluten Unsinn, für einen völlig unmachbaren Unsinn, weil dann können Sie Europa überhaupt nicht mehr führen, wenn Sie die Ukraine da drin haben. Und solche Sachen werden nicht offen diskutiert, und ich finde, der Mangel an Mut, dass man die Dinge nicht offen diskutiert, die man offen diskutieren müsste, der ist für Europa und für Deutschland nicht gut. Wir brauchen mehr Mut, mehr Freiheit zur Debatte, und die muss eben auch solche Fragen wirklich stellen. Also ich bin ein großer Freund davon, dass man der Ukraine auch hilft, wie sie mit ihren Problemen fertig werden, aber es ist nach meiner Meinung ein großer Fehler, zu der Ukraine zu versprechen, sie könne in die EU kommen. Das ist nach meiner Meinung absurd. Ja, vielen Dank. Viel mehr hören wir gleich bei Ihrem Vortrag. Ja. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Herzlichen Dank. Danke sehr. Und ich finde es sehr wichtig, dass eben die Freiheit an erster Stelle steht. Und richtig. Für das Unternehmertum ist das Allerwichtigste. Richtig. Diese Menschen, die müssen arbeiten können, die muss man loslassen. Sonst richtig. Können sie nicht erfolgreich sein. Richtig. Vielen herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal. Okay, danke sehr.